Dritte und letzte Energiequelle ist, wir hatten beim letzten Mal Nahrung, wir hatten Mentales als erstes und die dritte wesentliche Energiequelle ist Bewegung. Kennen wir vielleicht alle noch aus dem Physikunterricht, kinematische Energie, Bewegungsenergie. Und wenn du dich regelmäßig bewegst und du vielleicht auch eine Affinität für diesen Bereich hast, dann weißt du, was das in dir auslöst, welche Gefühle dabei frei werden, welche Leistungsfähigkeit sich darüber entwickeln lässt, welches Gefühl vor allen Dingen auch und welche Einheit du mit deinem Körper bilden kannst an der Stelle. Jetzt ist es so, viele Menschen verlieren den Zugang zu sich selber in einem vor allen Dingen auch kopfmäßig geprägten Tag. Sie verbringen viel Zeit sitzend und wundern sich am Ende des Tages, warum sie verspannt sind, warum sie sich zwischendurch nicht mehr konzentrieren können und warum sie häufiger auch krank sind. Der Mensch ist für Bewegung gemacht und nicht fürs Sitzen gemacht beispielsweise. Ist heute deswegen auch einer der größten Krankmacher und ein ganz, ganz wesentlicher Antrieb für sowohl die Fit-Offensive als auch Pfiffig Methoden wie das 3x3 gleich 3 für Menschen zur Verfügung zu stellen, die eben im Wesentlichen auch einen sitzenden oder einen einseitig belasteten Alltag haben. Bewegung ist für alles immer das Fundament und der Ursprung und deswegen ist es in der Reihenfolge der Energiequellen, die Menschen im Wesentlichen nutzen können, eigentlich der wichtigste Faktor. Du bist nicht für Bewegung gemacht, glaubst du? Du denkst, dein Körper ist dafür nicht vorhergesehen? Dann überleg mal die Sekunde, in der du dich auf diesem Planeten niedergelassen hast, im Leib deiner Mutter. Da hast du nämlich das größte Rennen deines Lebens schon einmal gewonnen, gegen 600 Millionen andere. Also es ist schlichtweg Quatsch zu sagen, dass ein Mensch nicht für Bewegung gemacht worden ist. Das sind wir nämlich alle. Die Form der Bewegung mag durchaus unterschiedlich sein. Deswegen ja auch ein Kern meines Forschungsbereichs. So, kennst du das? Bist unterwegs, sprichst in dein Handy rein und plötzlich ist der Speicher voll. Also abschließend zu dem Thema Bewegung. Jeder von uns hat eine bestimmte Form auf Bewegung, mit Bewegung besonders gute Ergebnisse zu erzielen. Und trotzdem ist es so, dass jeder Einzelne für uns für Bewegung gemacht worden ist. Im Kern auch gerade über den Alltag immer wieder zwischendurch Bewegung braucht, um gesund zu bleiben und um leistungsfähig zu bleiben. Wir wissen heute, dass das größte Risiko eben durch Sitzen ausgelöst wird für die Gesundheit, dass es sogar gefährlicher ist als zu rauchen und das muss man sich mal vorstellen. Also über den Alltag immer wieder den Bewegungsapparat abzuholen, um ihn im Stoffwechsel wieder zu stärken, die Zellen in Aktivität zu führen, dass sie eben den Körper auch wieder in eine Leistungsfähigkeit zu versetzen und dann deine Arbeitsprozesse produktiver verbringen zu können, weniger Fehler dabei zu machen und zu wissen, dass es am Ende des Tages deswegen auch weniger Verspannungen hat. Ich empfehle daher für Bewegung Folgendes zu machen. Direkt morgens ist der günstigste Zeitpunkt, sich einmal kurz zu aktivieren und über den Tag mehr Energie zu haben. Das ist wie ein bisschen wie Sparen. Am Monatsende zu sparen ist schwieriger als am Monatsanfang. Deswegen auch am Morgen ist es einfacher, Bewegung zu machen als am Ende des Tages, weil dir da in der Regel schon viel Energie geklaut worden ist. Während du morgens mit der richtigen Bewegung eben auch schon Energie für den Tag aufbauen kannst. Dann lohnt es sich, über den Tag über ein 3x3 deinen Bewegungsapparat abzuholen und darin aber auch Ebenen wie Verstand und Seele entsprechend bespaßt zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu erzähle ich dir gerne beim nächsten Mal noch was. Nur wichtig, Bewegung als Energiequelle in den Alltag zu integrieren und dann beeinflussen eben auch alle drei Bereiche immer den Schlaf selber und in der Phase repariert dein Körper eigentlich alles, lernt alles, was du dir über den Tag so zugemutet hast.